Wir brauchen mal einen Gegner. Gegner. Jetzt, wo wir mal welche braucht, sind keine da, ne? Ist wieder klar. Vorhin sind wir die ganze Zeit auf den Arsch gegangen und jetzt hat... Komm mal ran auf den Meter. Okay, das habe ich mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Muss ich... Huch, das wollte ich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist... eigentlich ganz gut gelöst. Ich habe halt erwartet, dass man halt eben Gotenks freischaltet, ne? Dass man dann hier auf Start geht, Gruppe. Und dann ist er halt eben hier drin, dass du dann halt eben hier Gotenks auswählst. Und dann fliegst du halt eben als normaler Gotenks rum. Gehst dann halt eben in die Fights rein und dann kannst du halt Super Saiyajin und Super Saiyajin 3 auswählen. Aber okay, naja, gut. Es ist halt so, wie es ist. Gut, das haben wir gemacht. Finde ich ganz cool, dass es... jetzt halt die Möglichkeit gibt. Wir sollten halt vielleicht nicht so einen Goku dabei haben, der alles umprügelt. Wir können aber halt auch kein Random dabei haben. Ich finde es wirklich, also das ist auch so ein Ding, so ein Kritikpunkt vielleicht, so keine Ahnung. Aber warum darf ich nicht mit Krillin rumfliegen oder Yang Chu oder, ne, warum darf ich die ganzen Charaktere hier halt nicht spielen? Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass man halt nur jetzt hat an so einen Goku... Gohan, Vegeta, Piccolo und in Future Trunks gebunden ist. Naja, gut. Es ist, wie es ist, ne? Was willst du machen? Aber das haben wir jetzt schon mal. Wir haben auch eine Stunde im Kasten. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch eine Stunde machen soll. Obwohl, was spricht eigentlich dagegen, ne? Naja, aber es ist cool, dass sie das noch nachträglich reingemacht haben. Ich habe es wahrscheinlich schon, ja, ich habe es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich schon mal erzählt, dass ich mir ja auch wieder so ein Spiel wünsche. Ein Spiel genau so aufgebaut wie hier, dass man hier so rumfliegen kann. Und der Story-Modus und alles, ne? Ich wünsche mir genau so ein Dragon Ball-Spiel, nur mit der Dragon Ball Super Story. Das, ey... Ich glaube, ich raste vollkommen aus, wenn ich dann da im Turnier der Kraft bin und einfach dann den Goku Ultra Instinkt habe und damit einfach so richtig schön Chirin auf die Schnauze hau, ey. Oh, ich glaube, dann kriege ich einen kompletten Ausraster, wirklich. Oh, ich liebe das Spiel. Das Spiel ist wirklich so cool. Es ist wirklich so toll. Das Spiel. Ich wirklich, es braucht unbedingt so ein Dragon Ball Super Spiel. Genau so, wenn nicht nur, sogar noch besser. Vielleicht, dass man halt eben diese Charakterbegrenzung rausnimmt. Dass du wirklich mit allen Charakteren hier rumfliegen kannst. Dass du mit allen Charakteren was machen kannst. Ah, es wäre so cool. Es wäre so schön. Ich würde es mir so sehr wünschen. Ach ja, naja. Es kommt ja so ein Bardock-DLC. Also, wahrscheinlich können wir darauf noch warten. Ich hoffe wirklich, dass es sowas gibt. Es wäre so geil. Es wäre so cool. Okay.
Ja, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mit Gotenks spielen, aber I don't know. Ich glaube, ich würde jetzt eher dazu tendieren, dass wir Vegetto freischalten. Potara-Transformation. Ach, stimmt, ja, weil das sind ja, ne, wir haben ja spielbare. Das ist ja spielbar. Ja, wir machen das hier. Dann können wir vielleicht das machen und hier muss ich mal schauen, wie ich die freischalte. Weil die ja ausgegraut sind. Zeit für ein Turnier. Kann man auch wie immer nicht navigieren. Story-Fortschritt anzeigen gibt's nicht. Und die Sünden des Vaters. Muss ich auch mal schauen, wie wir das machen. Wahrscheinlich muss ich erstmal das hier machen. Und dann schalten sich die und die hier frei, weil das betrifft halt Trunks. Das betrifft Trunks, das ist aber wieder Son Goku, aber wahrscheinlich muss ich erstmal die beiden gemacht haben. Weil das halt eben alles Bulma betrifft, ne? Dass dann die freigeschalten werden. Jetzt machen wir erstmal das hier, empfohlene Stufe 85. Rukayoshin. Die Frage ist nur, wo ist die Mission? Wo ist sie denn? Da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Wo ist denn die Navigation? Ah, Bereich Land der Kaioshin-Gebiet. Ah, Land der Kaioshin-Gebiet. Gibt's hier? Nix. Abgeschlossen. Okay. Dann Land der Kaioshin-Gebiet. Ich mach mal ganz kurz die Jungs hier wieder raus. Entfernen. Gehen wir mal nur mit Son Goku rum, würde ich sagen. Weil wir müssen ja auch Son Goku sein, ne? So, dann müssen wir hier drauf. Dann hier drauf. Und dann ins Reich der Gaioshins. Oh, eine D-Medaille, nice. Ach, hier gibt's auch noch D-Medaillen, ja, grüß Gott. Ja, ich glaube, da muss ich mir vielleicht auch mal irgendwie einen Guide oder sowas suchen, keine Ahnung. Zack, D-Medaille. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir den ganzen Spaß halt auch mit, ne? Geht eigentlich doch relativ zügig. Ja, muss ich mal schauen, wie ich lustig und launig bin. Wenn ich Lust habe, hier rumzufliegen, dann fliege ich rum. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Dann mache ich's nicht. Erwachsenenmedaille, aha. Oh nein, jetzt fange ich an, Sachen zu sammeln und jetzt entdecke ich immer wieder welche. Das ist halt auch immer so, ne? Am Anfang, wenn du irgendwelche Sachen sammelst,
dann hast du halt am Anfang nichts gesammelt. Und dann denkst du dir so, ja, okay, ich habe nur nichts gesammelt. Da liegt ja überall was rum, da ist ja, ne, du findest die ja eh easy, weil du nichts gesammelt hast. Und dann, wenn es immer weniger wird, so die letzten 3, 4, 5 Sachen, da sitzt du dann da und zuckst dich dumm und dämlich, ne? Das ist irgendein Stein. Aufheben. Die Medaille, sehr schön. Können wir unseren Trunks noch leveln? Stufe 50. Ui, was gibt's denn hier? Ja, ist ja okay. So, Geheimnisse, Dingsbums. Und das ist eine D-Medaille. Schön. So, da kriegen wir die ganzen Steine, die man ja für irgendwelche Upgrades braucht. So, einmal wieder bequem hinsetzen. Okay, die nehmen wir noch mit und dann gehen wir aber jetzt zur Quest. So, hier die Medaille. Ja, perfekt. Wie viel haben wir denn wieder? 17 Stück. Ja, dann können wir ja wieder beim Trunks was freischalten. Okay, die nehmen wir. Die, aber jetzt wirklich die letzte. Weil ich die zufällig jetzt hier habe liegen sehen. Okay, aber warte. Es ist jetzt die letzte. Mann, ey, die findet man ja wirklich ziemlich schnell. Also hier jetzt, ne? Hier in der Kaioshin-Welt findet man die recht schnell. Aber in der normalen weiß ich nicht. Ich bin da nämlich auch schon öfters öfters offscreen rumgeflogen. Ja, ich geb dir, was du verdienst. Krieg dann tu mal Schelle hier. Moin. So, jetzt aber. So, das müssen wir ausschalten. Okay, funktioniert. Da bist du ja, na endlich. Was ist los, altes Haus? Es wird höchste Zeit, dass du mich dafür belohnst, was ich für dich getan habe. Und nicht so wie beim letzten Mal. Diesmal falle ich nicht auf so einen Gestaltwandler-Trick herein. Oh, ja, richtig. Wag es ja nicht, das einfach so abzutun. Und wo ist meine Belohnung? Ich will eine Frau, und zwar eine echte, zum Knutschen. Ich hoffe, das hört niemand. Die denken, what the fuck, was spielt der da? Oh, ganz, ganz schwierig. Ja, was macht man da? Der alte Lustbolter. Ist ja schlimm, ey. Rokaioshin, Vegeta und Bulma. Wenn du mir nicht sofort eine schöne Frau beschaffst, dann passiert was. Okay, alter Mann. Ich soll dir einfach nur ein Mädel bringen, richtig? Mal sehen. So, ja. Ja, ich wüsste einen Ort, da rennen ein paar rum, aber ja, nee, das lassen wir lieber. Ganz genau. Und zwar nicht wieder diese angebliche Freundin von dir. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das klingt nicht gerade sehr vertrauenswürdig. Das kann ich dich nicht alleine machen lassen. Der aktuelle Kaioshin wird dich begleiten. Hä? Was? Du willst, dass ich ihn begleite? So, ja. Aber sicher doch. Du musst ihn im Auge behalten. Ja, ganz tolle Wurst, ey.
Aber Ru Kaioshin, was wird dann aus meinen Pflichten als Kaioshin hier? Na dann! Deshalb solltet ihr euch beeilen. Und das liegt in deiner Verantwortung. Oh. Muss schwer sein, ein Kaioshin zu sein. Und dank dir ist es gerade noch schwerer geworden. Ja, schwierig, ne? Schwierig. Schawierig. Was? Mal sehen, wo könnte Bulma gerade stecken? Was? Oh, hallo Bulmas Papa. Weißt du, wo Bulma ist? Bulma? Sie ist bestimmt gerade schwer im F&E-Flügel beschäftigt. Danke. Dann ist sie also da drin, hm? Alles klar, danke. Wo sind die bloß hin? Wo ist meine Sammlung? Oh, er sucht irgendwas? Ich muss dieses Kabel verstärken. Oh, halt, das könnte den Antrieb und die Beweglichkeit einschränken. Oi. Mir reicht's. Ich gehe zurück. Einen Moment, Vegeta. Könnte sein, dass du mir ein paar Materialien besorgen musst. Bleib also bitte da, ja? Schon wieder? Ich bin nicht dein Dienstbote. Doch, das bist du, Vegeta. Genau das bist du. Du bist das, was Bulma will, dass du bist. Oh, hi, Vegeta. Nani? Kakarot. Hi, Bulma. Was stöhnst du so? Hast du etwas Schlechtes gegessen? Mattacke. So begrüßt man doch keine Dame. Nein, ich habe nichts Schlechtes gegessen. Ich bin schließlich nicht du. Ja, der Son Goku ist doch nichts Schlechtes. Ich erschaffe einen Roboterklon von mir, der Aussehen und... der von Aussehen und Stimme her praktisch nicht von mir zu unterscheiden ist. Oh je, die Cyborgs kommen, ich sehe schon, C22. Aber ich komme gerade nicht weiter. Ach ja? Huch, wer ist denn das da hinter dir? Ach ja, das ist der Kaioshin. Ein Gott, der nicht nur für die Erde, sondern auch noch ganz viele andere Planeten zuständig ist. Kaioshin? Ich dachte, das wäre der alte Perversling, von dem du mir neulich erzählt hast. Ja. Oh ja, der war vor sehr langer Zeit mal Kaioshin. Das hier ist der neue Kaioshin. Alles klar. Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele Götter gibt. Ja, und da gibt's noch einen ganz anderen, der haut mächtig rein. Uiuiuiui. Die Anwesenheit eines Gottes scheint sie nicht weiter zu beunruhigen. Eine bemerkenswerte Sterbliche. Ja, alle anderen, die würden erstmal so, um Gottes Willen, ich muss ihm die Füße küssen. Und Bulma ist einfach cool, ja? Cool. Hey, da fällt mir was ein. Wie soll ich dich nach der Fusion mit Gebito denn eigentlich nennen? Wie? Oh, also du kannst einfach bei Kaioshin bleiben. Nani? Oben steht doch Gebito-Shin. Fusion? Wovon redest du da? Meinst du etwa, er ist fusioniert wie Trunks mit Son Goten? Ja. Also eigentlich etwas anders. Hallo? Wenn ich das kurz erklären dürfte... Gebito-Shin erklärt Bulma geduldig, wie die Potara-Fusion funktioniert. Oh. Ah, okay. Ihr habt eure Körper also mit Hilfe dieser Potara-Ohrringe kombiniert. Und was habt ihr beide auch schon mal gemacht? Ah, und das habt ihr beide auch schon mal gemacht, ja? Davon wusste ich ja gar nichts. Ja, und wir sind dabei mega stark geworden, stimmt's, Vegeta? Das hätte ich zwar auch ohne Körperverschmelzung geschafft, aber ja, die Stärke war einfach unglaublich. Weißt du, seitdem wir zu Vegeto fusioniert sind, muss ich immer wieder daran denken, wäre es nicht cool, gegen ihn zu kämpfen? Wenn ich nur daran denke, gegen jemand so Starkes anzutreten, bin ich schon ganz aus dem Häuschen. Ja. Mir geht es ehrlich gesagt auch so, aber das geht nicht. Er entsteht ja nur aus unserer Fusion und wir können nicht gegen uns selbst kämpfen. So, ne? Uns selbst?
Moment mal, das könnte doch gehen. Was? Ihr wollt gegen jemanden kämpfen, der so stark ist wie eure fusionierte Form, richtig? Also, ihr könnt zwar nicht gegen den echten kämpfen, aber dafür gegen eine virtuelle Version. Mein hochmoderner Trainingsraum ist mit der Technologie dazu ausgestattet. Boah, echt jetzt? Aber dazu muss ich zuerst Daten über Vegetto sammeln, damit ich ihn zu seinem Kampfstil virtuell simulieren kann. Willst du damit sagen, dass wir erst wieder zu Vegetto fusionieren müssen? Dann bin ich raus. Sag nicht, dass du vergessen hast, dass die Fusion mit den Potara dauerhaft ist, Kakarot. Ja, das wurde ja dann auch irgendwie geändert. Es war reines Glück, dass die Absorption durch Buu die Fusion aus irgendeinem Grund beendet hat. Oh ja, da hast du wohl recht. Ich will auch nicht für immer fusioniert bleiben. Also, was das angeht, nach dem Kampf gegen Buu habe ich ein wenig zu den Potara recherchiert. Ich wollte unbedingt mehr darüber sie erfahren. Dabei habe ich etwas echt Bemerkenswertes herausgefunden. Anscheinend ist die Fusion nur bei Kaioshin dauerhaft. Bei Sterblichen dauert sie lediglich eine Stunde. Was? Dann wurde die Fusion also im Kampf gegen Buu beendet, weil die Stunde vorbei war. Oh, dann können wir also doch in den Trainingsraum, oder? Sehr schön. Jetzt bist du einen Schritt näher am Kampf gegen Vegetto dran. Aber es ist immer noch eine Fusion und... Nani? Was hast du für ein Problem? Bist wohl doch nicht so ein harter Kerl, was? Du willst doch gegen Vegetto kämpfen, oder? Dann reiß dich zusammen und fusioniere mit Son Goku. Schluss mit dem Gejammere, verstanden? Oh?